Das ist Atelier Kaminadenzeit. Herzlich willkommen auf dem Gomeo-Channel. Heute machen wir Laugenbrötchen zusammen. Aber für das brauchen wir Mehl. Wir brauchen auch ein bisschen Olivenöl, Weisswein, Salz. Wir haben Wasser, Butter, Zucker und ein bisschen Hefe. Und, was man nicht vergessen darf, man braucht auch die Laugen. Als nächstes erwärmen wir das Wasser ein bisschen. Geben wir den Zucker dazu und die Hefe drin auflösen. Dann können wir Butter auch dazu geben. Dann können wir das schon zum Mehl dazugeben und dann können wir es kneten. Jetzt tun wir das Salz dazu zum Mehl und tun wir die Hefe, die Wasserlösung drauf. Am Schluss tun wir noch das Olivenöl und den Weisswein dazu. Und dann tun wir es für 4 bis 5 Minuten abkneten. So. Jetzt müssen wir die gleichmäßig aufteilen. So ca. 40-50 Gramm. Ich mache jetzt das einfach nach Gefühl hier. Ja, so, jetzt müssen wir die schön abdrehen. Jetzt haben wir die schön abgedreht. Es geht immer ein bisschen in den Oberarm. Man spürt das schon hier. Deswegen hat zum Beispiel auch unser Back, die Casa Caminada, hat solche Oberarm. Jetzt haben wir hier die Natronlaugen, muss man sehr vorsichtig sein, nicht mit den Händen und auch nicht in die Augen oder irgendwas vor ins Gesicht. Vorsichtig. Die gibt es in der Apotheke, oder sonst kann man die sicher auch online bestellen. Und sonst auch den Bäcker mal fragen. Ja, ich tue jetzt noch Händchen anlegen. Dann wir die kurz drin baden. Jetzt haben wir sie mit der Schere geschnitten. Jetzt lassen wir sie für eine Stunde Minimum gehen. Und dann kommt es bei 200 Grad ab in den Ofen. Und dann backen wir sie für 30-35 Minuten goldgelb. Sie sind wunderschön geworden. Jetzt lassen wir sie ein bisschen auskühlen. Und am schönsten zum Essen sind schon, wenn sie noch ein bisschen warm sind. Am besten mit einem Stück Butter. Zack, drin. Und dann so Gemüse. Super schöne Beilage. Beilagenbrot oder einfach so zum Morgen. Oder auch mal für ein Sandwich, wenn man daheim ein Sandwich machen möchte. Viel Spaß beim Nachbacken und bis nächste Woche wieder vom Gomeo-Channel.